Kampfist ein Singles Match um einen Fall mit einem Time Limit von 20 Minuten. Als erstes auf dem Weg zum Ring. Er stammt aus der Türkei, ist 1,75 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Hier ist Aziz Adaman. Du siehst den Blick von Aziz Adaman, du siehst die Körperhaltung, die Gestik, die Mimik. Aziz Adaman blickt an die Hallendecke und sinniert über seine Niederlagen. Bei NEW War in einem Leitermatch hat er die Goldmedaillen gegen Fast Time Mugu verloren. Und was vielleicht noch viel schlimmer ist, ja, da oben hängt heute nichts. Aber letztes Mal hing da der Deadline-Koffer und den hatte Mugu in der Hand. Er hat ihn abgehängt. Er hatte ihn schon so gut wie... Entschuldigung. Aziz Adaman. Also wenn... Ach komm, es ist warm. Habe ich erwähnt, dass es warm ist? Und sein Gegner. Er stammt aus Deutschland, ist 1,88 Meter groß und wiegt 100 Kilogramm. Hier ist Boris A. Wie du sagen wolltest, ja, Aziz Adaman hatte den Koffer abgehängt. Und dann wurde er ihm von Boris Payne aus den Händen gerissen, ja, gestohlen, will ich fast sagen. Gestohlen? Ja, natürlich, er hatte den Koffer schon und dann kam einfach Boris Payne von hinten, sage ich mal, mit dem Bicycle Kick und hat ihm den Koffer entrissen. Also Punkt 1, er kam von vorne mit dem Bicycle Kick und Punkt 2, Ziel des Escape to Destiny Ladder Matches. Es ist ganz klar, nicht den Koffer abzuhängen, sondern mit dem Koffer in der Hand aus dem Ring zu kommen. Genau das hat Boris Payne gemacht. Ja, Aziz Adaman war kurz davor. Er musste nur noch aus dem Ring steigen und wurde von Boris Payne aufgehalten. Milos, er musste nur noch aus dem Ring steigen. Fakt ist, hat er nicht geschafft. Ja. Nein. Ja, war wohl nichts. Nein, Satz war nichts. Jetzt hat Boris Payne den Deadline-Koffer, die gefährlichste taktische Waffe in der NEW. Nein, da sind keine Atomcodes drin. Aber ja, ich würde Boris Payne auch durchaus den Koffer mit dem Atomcode geben. Wäre auf jeden Fall. Jemand mit dem Aussehen einen so solchen Koffer geben? Ja, würde ich, weil er wäre definitiv in besseren Händen, als das jetzt ist. Da muss ich dir leider recht geben. Ja, ich mein's auch. Und selbst den Haarschnitt hat Boris Payne besser. Das ist nicht schwierig. Jetzt hätte ich mich fast aufgeregt. So. Aziz Adaman gegen Boris Payne, das ist so ein bisschen dieses im übertragenen Sinne wohlgemerkt, Vater gegen Sohn-Duell, das Mentor gegen Schützling-Duell. Ja, es ist ja auch so, Aziz Adaman hat Boris Payne unter seine Fittiche genommen. Er hat ihm gezeigt, wie er in der NEW groß werden kann. Und wie hat es ihm Boris Payne gedankt? High Five. Ach nee, das andere. Aha. Da merkst du die... Oh! Verdammt noch mal. Guten Morgen. Der ist jetzt wach. Der ist wach. Das war mal zum Wachwerden und zum Munterwerden. Und jetzt ist Aziz auch in diesem Match. Ja. Oh, schöner Backbreaker aufs Knie. Tilt-A-Whirl-Variante von Boris Payne. Der Vorarm in die Ringecke gleich hinterher. Ja, ich glaube, das wird eine kurze Nummer. Boris Payne, natürlich auch einer der ehemaligen Wrestling-Schüler aus der Pro Wrestling School von Alex Wright ausgebildet. Und ihr seht, wie weit man da kommen kann. Er hat den Deadline-Koffer. Er kann ihn jederzeit einlösen für ein Titelmatch seiner Wahl gegen einen Champion seiner Wahl. Momentan hat er ja da nicht so viel verschiedene Auswahl. Aber mal gucken, was noch kommt. Was war das? Backbreaker von Aziz Adamant. Das war die Ringintelligenz, die Aziz Adamant immer an den Tag legt. Er weiß Aziz einfach. Aziz war einfach langsamer als sonst wegen den Temperaturen. Ja, das legst du so aus. Das leg ich so aus. Du legst es ja anders aus. Du legst aus, dass Aziz intelligent ist. Ich möchte an dieser Stelle mal ein politisches Statement abgeben, was ich selten mache. Ich bin dafür, alle Aziz raus aus Deutschland. Du wirst doch nur den Aziz weg haben. Wenn die anderen Assis auch gehen, bin ich zufrieden. Also,
Da gibt es genug Assis momentan. Schon mal in Chemnitz gewesen? Schön da um die Jahreszeit. Sehr viel Niederschlag. Nein. Schöner Back-Suplex von Aziz Adamant gegen Boris Payne. Elbow-Drop hinterher ins Cover, aber Boris Payne kommt da wieder raus. Ja, hat sich Aziz einfach nicht genug angestrengt, aber er hat sich auch gedacht, er muss sich nicht zu viel anstrengen. Ich höre gerade auf meinem Ohr, Milos, du sollst lauter reden, man hört dich fast schon wieder nicht mehr. Ich soll wieder lauter reden? Ja, du sollst ja, dann, lauter reden. Ja. Sag doch was, Paul. Wer ist Paul? Nie Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe gesehen. Ach ja, richtig. Ja, Paul, sag doch was. Ja. Das Grillhähnchen. Das war lustig. Ja, egal, komm. Aziz Adamant gegen Boris Payne. Aziz hier, wollte ich gerade sagen, mit der Oberhand in diesem Match, aber hätte sich da fast von Boris Payne düpieren lassen. Ich schenke dir ein Wörterbuch, da kannst du nachgucken, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Ringboard Crossbody geht aber ins Leere von Boris Payne. Aziz Adamant, jetzt wirst du mir gleich wieder sagen, er ist intelligent. Ja, natürlich ist er das. Hat er doch selber gesagt, er ist nicht dumm. Er hat das vorausgeahnt. Er hat Boris Payne, wie gesagt, damals unter seine Fittiche genommen und er hat ihm gezeigt, was er... Oh, ho, 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 ja, kann... Aber, oh, Headkick in den Nacken. Milos, ich krieg gerade aufs Ohr, dein Bart raschelt. Raschelt? Siehst du, ich hab wenigstens einen. Hey! Was denn? Der Pflaum? Das, hallo? Pflaum ist das, was Tommy Blue Eyes im Gesicht hat. Das hast jetzt du gesagt. Naja, also komm, also auf meinen Bart lasse ich nichts kommen. Ich habe ja nicht so gestrüppt wie du. Cover nach dem Legdrop von Aziz Adamant gegen Boris Payne. Sag einfach nichts, ist egal, komm. Auf jeden Fall, Aziz steht, Boris liegt. Das ist wichtig. Nach deiner Definition hätte Aziz auch keinen Bart. Doch. Hä? Das ist ein schön gestutzter Kinnbart. Sowas pflegt man. Da gibt es Produkte dafür. Oh, und jetzt Boris Payne hier im Aufgabegriff. Tut mir leid, dass ich deine kosmetische Abhandlung gerade unterbrechen muss, aber hier passiert gerade ein bisschen was. Boris Payne kämpft sich hoch, schiebt Aziz da in die Ringecke. Wenn ihr tolle Fotos von unseren Events sehen wollt, also so Standbilder, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was das ist, geht doch einfach mal auf unsere Facebook-Seite, während hier gebitch-slappt wird. Und wie das geht. Schön noch mit der Spucke in die Hand, weil wir ja heute alle noch nicht schwitzen. Ja, muss ja noch feuchter werden hier. Ja. Oh. Das war jetzt nicht so gemeint, wie du denkst. Milos. Ich weiß immer nicht, was ihr habt. Ihr? Unterstellst du mir jetzt auch schon eine multiple Persönlichkeit? Entschuldigung. Cover von Boris Payne gegen Aziz Adamant. Aziz kommt raus. Aziz, sehr geschlossen gekleidet heute für die klimatischen Bedingungen, muss ich sagen. Er ist lässt sich immer da aber, so gekleidet. Ja, nennt sich klassischer Stil. Das ist kein klassischer Stil, das ist... Ja, manche nennen das auch Geschmack, so wie ich. Das ist einfach stilvoll gekleidet. Ich beschreibe den Fans im Rocket Beans Chat jetzt nicht, wie du gerade angezogen bist. So, Das wollen die auch nicht wissen. Refereed. Oh, Eselstritt, Eselstritt. Aber... Ein Roller von Aziz Adamant gegen Boris Payne, das ist der 3. Komm doch, das ist doch nicht wahr hier. Hier ist der Sieger, Aziz Adamant. Lass mich raten, du hast gerade weggeguckt. Nein. Die Wahrheit, mein lieber Tobi, ist, Aziz Adamant hat durch seine Klugheit und taktische Überlegenheit gewonnen. Das ist die Wahrheit. Er hat beschissen. Wenn der Referee es nicht sieht, ist es nicht passiert. Natürlich. Ganz einfach. Wenn es die 2000 Zuschauer bei Rocket Beans... Ja, ich weiß, es war sehr optimistisch. Wenn es die 2000 Zuschauer bei Rocket Beans sehen, dann ist es nie passiert, oder? Wo kein Richter, da kein Kläger. Ne? Ja. Kein Kläger, da kein Richter. So heißt das nicht. Wo kein Richter, da kein Henker, lieber Mensch. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Versionen von dem Sprichwort. Ist egal. Komm. Dieser Event wird der absolute Kracher.
NEW Hochexplosiv 8, Samstag, den 6. Oktober im NEW Hotspot in Hessdorf. Tickets und Infos auf new-wrestling.de.